Mal hier ganz ohne Scheiß. Die Switch hat es jedem gezeigt. Selbst welche, die am Anfang von der Konsole überzeugt waren, wie ich zum Beispiel, sind doch weggeblasen vom Erfolg. Denn auch wenn wir das Potenzial sahen, haben wir nicht mit einem derartigen Erfolg gerechnet. Gehen wir mal kurz zurück und schauen uns an, wie es damals war. Wie Konsolenhersteller selbst denken wir gerne nicht weiter als bis zur nächsten Ecke, sind aber zu dämlich, um zu schauen, was dahinter ist. Ich nenne es ein beschränktes Triggerverhalten. Hier ist ein gutes Sonic-Spiel. Triggert, Sonic war nie gut. FIFA hat jetzt einen Story-Modus. Triggert, FIFA ist immer das Gleiche. Und mit der Switch war es halt, Nintendo zeigt ihre neue Konsole. Und das triggerte, Nintendo und Konsolen floppen immer. Nintendo sollte nur Spiele machen. Ernsthaft, daraus bestehen 90% der Kommentare auf YouTube. Einfach nur irgendein Schwachsinn, den man irgendwo gehört hat und jetzt nachplappert, sobald man getriggert wird. Wie kleine Meinungsdrohnen, dessen einzige Aufgabe ist, Stuss von sich zu geben. Aber das an sich ist ja nicht das Dramatische. Das Dramatische ist, wenn man sich Aussagen anhört und dann nicht selbst weiterdenkt. Eine Meinung ist wie eine Wegbeschreibung. Und je mehr Wegbeschreibungen man hat, desto besser findet man sein Ziel. Nur muss man es halt auch finden wollen. Und dafür muss man um die Ecke denken können, um von Anfang an zu realisieren, heilige Scheiße, ein Konsolen-Handheld-Hybrid ist das, was ich mir immer wünschte. Anstatt eine Meinung nachzuplappern wie, hat eine schlechte Leistung, wird floppen. Denn ja, die Switch nutzt nur ein Tegra X1-Chip, aber der bekommt es locker hin, Mario Kart 8 in Wii U-Qualität für 2 Stunden über den Akku abzuspielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Zelda, Mario Kart oder Mario Odyssey auf der Switch im Handheld-Modus spiele, denke ich jedes Mal nur, wow, ich spiele ein derartiges Spiel gerade portabel. Und ja, wir haben Smartphones und es wurde häufig gesagt, wer will eine Switch mitnehmen, wenn er ein Handy dabei hat? Naja, die Leute, die Spiele spielen wollen. Der grundsätzliche Gedanke war immer, die Leute wollen dumme Highscore-Spiele spielen, weil das schön simpel ist und man das schnell 5 Minuten in der Bahn machen kann. Faires Argument. Da eignet sich ein Handy perfekt für. Ich behaupte aber, wenn man Menschen keine Alternative präsentiert, werden sie auch nicht danach fragen. Wer von uns hätte vor der Switch überhaupt die Frage gestellt, wie es wäre, ein Konsolen Zelda, Mario oder gar Elder Scrolls Spiel unterwegs zu spielen? Nein, ernsthaft, diese Frage war nie aufgekommen, weil es unrealistisch klang. Aber hätte jetzt jemand gesagt, das wird gehen, wie findest du das? Hätte garantiert niemand gesagt, ich spiele lieber weiter mein hirnloses Highscore-Tappi-Tappi-Spiel. Und jetzt kommt das Wort, das viele gerne verschmähen und einfach nicht akzeptieren wollen, dass einige Produkte es nun mal sind. Innovativ. Auch wenn viele es einfach nicht glauben wollen, aber Nintendo ist Meister der Innovationen. Ob erfolgreich oder unerfolgreich, Nintendo hat es bisher immer geschafft, die zu anfangs beklopptesten Ideen in unser normales Leben zu bringen. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass wir Handhelds haben, die 2 Bildschirme haben. Ich meine, was? Und das, was das iPhone die ersten Jahre noch hinbekam, schafft Nintendo seitdem sie existieren. Der Drang, die Menschen zu überraschen, überschattet einfach alles. Und hin und wieder auch ihre Fähigkeit, vernünftig zu denken. Aber nur, wenn zumindest eine Firma sich traut, Innovation umzusetzen, geht es auch weiter. Microsoft und Sony sind im Konsolenbereich reine Trendgeher. Sie nutzen einfach das, was gerade cool und angesagt ist und gratulieren sich selbst dafür. Microsoft aktueller Slogan ist The most powerful console ever made. Was einen so ein bisschen an die Sega-Nintendo-Geschichte von ganz früh erinnert, wo Zahlen angeblich wichtig waren. Microsoft und Sony bieten sich eine Schlammschlacht der Zahlen und verkacken es dennoch dabei. Die PS4 Pro bietet selten natives 4K-Bild und besitzt nicht mal einen 4K Blu-ray-Player. Und es ist Sony. Die sind die Erschaffer des Blu-ray-Formates. Microsoft macht die Xbox One X, die hat so extrem viel Power und packt einen CPU in die Konsole, der den GPU technisch runterzieht und damit nie das volle Potenzial nutzen kann. Da sind wahre Meister der Technik am Werk. Und Nintendo nutzt wieder Cartridges. Und alle so, was? Nintendo ist verloren? Und ich hock da und denke, hä? Das Ding ist portabel. Wer ist so bescheuert und würde da ein diskbasiertes System einbauen? Nur Idioten würden das machen. Butter bei den Fischen. Die Switch ist die letzte Konsole, die aktuell noch den Sinn einer Konsole demonstriert und nicht einfach nur ein umgebauter PC ist. Die Switch hat Pack and Play, so heißt sie, kann Spiele direkt zocken, ohne installieren oder halt eine andere Kacke. Die Switch setzt auf lokalen Multiplayer. Die Switch setzt Games vor Multimedia. Auch wenn Netflix und Co. langsam mal erscheinen dürfen. Aber ernsthaft, was zum Teufel ist bitte aus den Konsolen geworden? Ich habe in einer älteren Kolumne bereits gesagt, dass mich die Konsole verloren haben und ich zum PC-Spieler wurde. Und es ist doch klar, weil selbst ein PC all das besser kann, was früher den klassischen Konsolen vorbehalten war. Was ein PC aber nicht kann, ist mitgenommen werden. Und kommt mir nicht mit Gaming-Laptops. Ich habe einen High-End-Gaming-Laptop hier rumstehen. Aber als wenn ich mich damit in die S-Bahn setze, einen Xbox-Controller raushole und anfange, was zu spielen. Und dieser Vorteil ist genau der Grund, warum das Teil gerade so abgeht und in Japan weiterhin ausverkauft ist. Dem Land, wo die Leute mobile Geräte lieben und daher immer das Beste haben wollen. Aber verflucht, ich hatte nicht mal die
Software angeschnitten, die diese Plattform bietet. Aber da müssen wir echt noch ein eigenes Video drüber machen. Das passt hier unmöglich noch mit rein. Deswegen hier zum Abschluss für alle, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass die Switch einfach nur hervorragend läuft, ein paar harte Fakten. Die Switch wird sich voraussichtlich im ersten Jahr häufiger verkaufen als die Wii U in ihrer ganzen Lebzeit. Mario Odyssey hat sich innerhalb 3 Tage alleine in Deutschland 100.000 Mal verkauft. Dafür bekam das Spiel den vom Bundesverband Interaktiver Unterhaltungssoftware direkt den Gold Award. Das ist ein Preis, den man bekommt, wenn man es schafft, in Deutschland innerhalb 12 Monate 100.000 Spiele zu verkaufen auf einer einzigen Plattform. Mario machte das in 3 Tagen und wird auch sicherlich recht zügig den Platin Award absahen für 200.000 in 12 Monaten. Splatoon 2 hat sich in Japan allein bereits 2 Millionen Mal verkauft. In Frankreich verkaufte sich die Switch in den ersten Monaten sehr viel besser als die Xbox One und spielt gerade Aufholjagd mit der PlayStation 4. Warum Aufholjagd? Weil die anderen Konsolen in der Weihnachtszeit erschienen sind. Dieser Boost in den Verkäufen kommt also noch. Publisher wachen aktuell echt auf. Sie merken, die Switch ist unfassbar erfolgreich und man muss langsam mal dafür Spiele entwickeln. Außer natürlich EA, aber ganz ehrlich, fuck EA. Ich kann einfach nur sagen, dass ich dermaßen froh bin, dass das Ganze funktionierte, dass Innovation den Markt noch erobern kann und zumindest eine Firma bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen. Hut ab, Nintendo, auch wenn einige mit euren Spielen nichts anfangen können, sollten wir alle uns einig sein, dass Vielfalt auf dem Markt am Ende allen gut tut.